Oh, Hallöchen, ihr Lieben. Da bin ich mal wieder heute mit einem kleinen Part aus der Community. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns den jetzt mal an und mal schauen, was sich so hier ist. Ich habe noch nicht geguckt. Ich weiß halt nur, dass es ein kleiner Platz von der Kirmes ist, die wir ja dieses Jahr, letztes Jahr leider viele nicht hatten, außer diese Freizeitparks, sage ich jetzt mal. Dann wir gucken uns das Ganze mal an. Kommen halt hier aus der U-Bahn-Station raus und. Ja, mal gucken. Hier haben wir den Ausgang, dann gehen wir mal hier raus. Aber man hört schon so schön städtemäßig gebaut, hat er schon mal gut gemacht. Bushaltestelle. Ich würde sagen, gehen wir mal ordnungsgemäß über den Zebrastreifen. Und dann gucken wir mal. Jo, da werden wir schon richtig schön begrüßt auf der Kirmes. Das ist schon viel Liebe zum Detail, muss ich sagen. Okay. Und hier geht dann schon direkt der Punk ab. Irgendwie ist es immer so, auf jeder Kirmes am Anfang steht der Breakdance. Also, egal wo wir sind, egal was wir haben. Da muss man halt sagen, okay. Wir gucken uns aber jetzt erstmal um und dann können wir immer noch schauen, was wir dann gleich einfach mal eine Runde fahren. So einen kleinen Flieger. Hoppala, ist ziemlich voll hier, muss ich sagen. Was haben wir dann hier? Ja, hier hat er dann so ein Power Arcade hingesetzt. Ja, ein bisschen was zum Futtern, Autoscooter. Wo die Leute dann trotzdem in der Warteschlange noch anstehen. Oh gut, warum nicht, ne? Und hier haben wir eine kleine wilde Maus. Fahren wir die erstmal mit. Ich weiß nicht, ob er sie selber gebaut hat oder was. Weiß ich nicht. Die Info hat er mir jetzt nicht gegeben. Ich denke mal, da kann er bestimmt noch was zu sagen demnächst. So, guck mal, dass wir den richtigen Wagen gerade erwischen. Ja. Was ist das denn? Ach, wir sind auf dem Gast selber. Okay, ja gut. Passt. So, fahren wir mal die Runde, die kleine wilde Maus. War auch schön mit der Beleuchtung. Schön im Abend. Warum nicht? Man kennt sie ja, ne, von der Kirmes. Streben selber gebaut. Ui. Was, dreht die sich jetzt noch oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Okay, das hat sich gerade erledigt, da ist meine Frage. Na, nicht so wild. Und trotzdem schön gemacht. Den Käse hier hingestellt. Oh, warum nicht? Klein, fein, so wie es halt auf der Kirmes halt auch ist, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Wo geht's dann hier raus? Da ist Eingang, da ist Ausgang. Hoppala. Ich hab's immer noch nicht raus mit der Fünfer. Gucken wir mal hier weiter. Ja, habe ich hier einmal so die genannte Berg- und Talbahn. Ich weiß nicht, wie es bei euch da ist. Wir sagen immer Berg- und Talbahn oder Cortinabahn. Auch schön thematisiert, wie es halt wirklich auf die Kirmes halt passt. Cool mit den Lasern hier hinten drin. Warum nicht? Ein Freefall Tower. Naja, fahren wir jetzt nicht mit. Was haben wir dann sonst noch hier? Da haben wir dann diesen 360 Power. Na, warum noch nicht? Ich weiß gar nicht, was hat er denn jetzt hier für Preise angenommen? Hat er überhaupt Preise da drin? Ich weiß es gar nicht. Ja, boah, hab ich. 10 Euro. Also, das will ich auf der Kirmes jetzt mal nicht bezahlen, aber okay. Jedem das seine, ne? Haben hier noch so ein paar Läden hingesetzt mit dem Kettenkarussell, der Topspin. Cool mit der Beleuchtung. Muss ich sagen, das gefällt mir.
Hier haben wir noch eine Achterbahn, sehe ich gerade. Aber es hat er auch wirklich gut hinbekommen, also das muss man sagen. Was haben wir dann hier? Tiki-Chiki. Okay, das ist ja die neue Art vom Topspin. Okay, so, wir fahren jetzt erstmal noch hier die Achterbahn, da fahren wir gleich noch ein bisschen die anderen Sachen. Ist halt eine kleine Parktour. Jetzt hier halt jetzt hauptsächlich jetzt für Achterbahn oder so, ist halt jetzt kein, ist halt Kirmes, ne? Also, soll ich gleich mal jetzt den richtigen? Ne, da mal den richtigen. Ist halt eine Kirmes, sage ich jetzt mal. Ist jetzt nicht ein riesen Freizeitpark, sondern halt eine kleine Kirmes gemacht, wird aber gut, war da gut umgesetzt. Warum auch nicht? Ist halt eine kleine Tour. Hui. Aber dafür hat er die Achterbahn, ja, sehr gut gebaut, muss ich sagen. Wenn er so gebaut hat, ich weiß es ja nicht. Schöner Doppelloop. Oh, mit Feuerwerk sogar. Hui. Ich jetzt erst. Das darf natürlich auf so einer Kirmes nicht fehlen, das Feuerwerk. Gucken wir uns das weg mal gerade mal an. Auch weiß das nicht schön. Schönes Feuerwerk da. Jetzt kommen die natürlich alle da entgegen. Schön. Sehr schön gemacht. Dann haben wir hier der Hammer. Es wird gehämmert. Ich weiß, am Tag gefällt mir das gerade irgendwie nicht. Ich glaube, wir stellen mal um. Also im Dunkeln lassen. Ist irgendwie das Flair schöner. Oh Gott, da hängen sie in der Luft. Das wäre schon mal so ein Gerät, wo ich nicht drauf gehen würde. Auf gar keinen Fall. Nehmen wir noch ein paar Donuts und Cosmic Cow. Und hier haben wir noch ein kleines Zelt zur Goldkrone. Was haben wir denn hier Feines drin? Habe ich hier. Da packen die Leute drin rum. Warum auch immer. Sind am Tanze. Auch schön gemacht, muss ich sagen. Ja, das hat er gut hinbekommen. So, ich krieg mal die zum Laufen. Ich werde es jetzt mal versuchen. Ich wollte die Kerle hier haben. Hoppala. Animierte Szene, da war sie doch. Machen wir den mal auf Loop. Dann müssen wir auch gleich anfangen. Da fangen sie an. Bah, bah. Ah, ist das schön. Ja, würde ich sagen, fahren wir noch so zwei, drei Sachen. Was mir halt so ein bisschen fehlt, ist irgendwo eine Geisterbahn. Die habe ich jetzt nirgendwo gesehen. Hier haben wir ein schönes Riesenrad. Das Star Wheel. So ein Riesen, so eine Geisterbahn fehlt mir jetzt irgendwo. Aber, ah, okay. Würde ich sagen, fahren wir eine Runde mal mit einem Power Move. Wir fahren ja alles zum Glück umsonst. Bleiben wir mal hier drin. Zack. Schon mal ganz mal vor, bis die mal alle hier sitzen. Und los geht's. Hui. Na, schade, dass man Blind Coaster da jetzt nicht hingehen kann und die schönen Sprecher mit einbauen könnte oder so. Hui. Das fehlt halt irgendwo leider.
Ui. Huch. Ist ja nach oben gegangen, sehe ich gerade. Das habe ich aber auch noch nicht erlebt. Dass die Mittelteile nach oben gehen? Habt ihr schon mal gesehen? Ich noch nicht. Dass sie so hin und her bewegen? Okay, aber dass sie dann auch selber nach oben gehen? Noch nie gesehen. Mir noch gar nicht aufgefallen bei dem. Da wird einem so richtig schön schwindelig drauf. Ah, trotzdem cool gemacht. Ja, so wie ihr seht, war es das auch schon. So viel fahren kann man jetzt nicht. Ich würde jetzt nicht die ganzen kleinen Flatrides mit euch mitfahren. Ich soll mir gucken, mal heute Abend. Vielleicht habe ich noch so ein, zwei Sachen gefunden. Mal schauen. Und würde sagen, dann verabschiede ich mich schon wieder von euch, von der kleinen Schluckingen-Park-Tour hier auf der Kirmes von Funfairland, sage ich jetzt mal. Und trotzdem Respekt an den Erbauer. Hat er auf jeden Fall mit viel Liebe gemacht, das sieht man. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne ein Like da. Abo natürlich auch, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.